vorne. Muss dann der Klettersteig auf den Normalweg hier treffen. Der dann rüber dort zum Einstieg führt. So, ein kleines Schneefeld noch zu queren. Oben kommen dann auch nochmal zwei, drei Schneefelder. Aber die Sonne haut jetzt voll rein. Ich öle wie irre, das ist der Hammer. Hier sind so viele Spuren, wie hier im Schnee sind. Ist ja heute erst einer, zwei Leute hoch. Ne, es werden ein paar mehr gewesen sein. Aber hier gibt es so wieder Abstiegsspuren. Also irgendjemand muss ja auch wieder runter sein. Das ist die einzige Querung, wo man hier gehen kann. Ja, ne? Jetzt sind noch immer. Mir folgen drei Leute. Praktisch. Hier. 3000 da hinten. Die großen. So, hier an dem kleinen Felsbrocken. Man kann es sehen. Unter der Wand hier. Das ist ein kleines Schild. Einstieg Johann. Da hängt's. Na? Okay, jetzt sah ich hier drüber und irgendwo muss er dann die E-Einstiegswand kommen. Irgendwo da. Und dann wird es irgendwo hier hochgehen. Hoffe ich zumindest. Also hier geht es so mit ein bisschen AB los. Besonders schwierig. Drüber. Drei Kerle hinter mir. Sind auch ein bisschen schneller als ich. Aber das ist okay. Das ist jetzt hier der Einstieg. Der Überhang. Hier geht's hoch. Da ist die Sicherung. Es kommt vielleicht nicht unbedingt so rüber, aber das ist wirklich sehr überhängt. Definitiv. 2240 Meter sind wir hier. Schnee ist auch schon bald weg. Dann haben wir das Tal, Aufstiegsweg. Panorama. Ich habe mir jetzt gerade erstmal jede Menge Dextro Energy und drei Corny reingehauen. Das war jetzt mein Frühstück. Eine halbe Flasche oder halbe Liter Wasser dazu. Das sollte eigentlich reichen. Das ist relativ chillig. Bin der Einzige hier. Gut, dort unten kommen noch drei, aber mein Gott. Ja. Wird schon klappen. Hauen wir weg. Dann gehen wir es mal an. Einfach. Ja, das ist easy. Einfach ein Papsebild. Einfach nicht schlimm. Sehr geil. Also für Ungeübte definitiv nicht zu empfehlen. Aber mit ein bisschen Armkraft geht das total klasse. Ist total einfach. Oder? Das war jetzt wirklich so schwierig. Und es hat einfach bloß das Dextro Energy und alles hier wirkt ohne Ende. Ja, schieb es mal aufs Dextro Energy. Also wenn mir der Steig wirklich Spaß macht, aber das Seil ist eindeutig zu dick. Für meine Verhältnisse, finde ich. Das ist echt zu dick hier. Wir haben wahrscheinlich irgendwie so das restliche Seil genommen, was irgendwie bei der Bergbahn übrig war und haben sie hier reingeklemmt. Ist das Gefühl.
Okay, feuchte Stellen, aufpassen. Treten wir hier am besten nah. Die Ecke hier. Das ist ganz gut. Und hopp. Alles total nass hier. So total. Oder weil die Schuhe eben, das Mann ist es rutschig jetzt. Das ist nicht unbedingt so schön. Vor allem nicht bei solchen Querungen hier. Da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Große Rampe. Naja, sehr schön. So, geht gut. Läuft. Jedenfalls Blick zurück. Also in den 3 Minuten hat man jetzt ganz schön in Höhe gewonnen. Schön schnell. Ja, passt, macht Spaß. So, jetzt haben wir schon die Hälfte geschafft bis zum ersten von den 2 Rastplätzen, die hier drin sind. Eigentlich wo man so grob sagen kann, man hat so das erste Viertel geschafft. Und dann kann ich auch endlich wieder die große Kamera rausholen. Auf dem Rastplatz, mal was trinken. Mal ein Dextro Energy hinterherhauen. So. Ich frage mich, was Ralf und Sebastian jetzt gerade machen. So. So, wir suchen gerade noch einen guten Platz, während der arme Erik sich da hochquält in der Superverrater, machen wir es uns gerade mal am See ein bisschen bequem. Ja, wissen aber noch nicht genau wo. Bestimmt bei dem Wetter unten wieder 30, 32 Grad oder sowas. Wenn die jetzt schön erstmal an den See gehen, schön erstmal die Füße ins Wasser hängen, dann ganz gemütlich. Und vor allem, man muss dazu sagen, kostenlos auf den Dachstein hochfahren, weil das ja im Zimmerpreis mit inbegriffen ist. Dann müssen sie bloß noch kurz eine Stunde ein bisschen laufen und dann sind sie am Ausstieg an der Seetaler Hütte. Und bei mir wird es, denke ich mal, noch mindestens 3 Stunden dauern, bis ich oben bin. Ah, dann gibt es ein Cola-Weizenmaß. Ah, oh, wie ich mich drauf freue.